vorsorglich das Festival jetzt unterbrochen. Aufgrund einer... Wartet ab, hört zu, hört erstmal zu. Aufgrund einer terroristischen Gefährdungslage, um jetzt die Polizei zu unterstützen in ihren Ermittlungsmaßnahmen, bitten wir euch jetzt ruhig und geordnet auf die Campingplätze und Parkplätze zu gehen. Wow, auf geht's! Wir fahren jetzt zu Rockaway! Ich habe das Gefühl, das wird ein ganz besonderes Jahr. So, und da wir es heute ganz besonders schön haben, gebe ich diesen jungen Mann heute auch eine Kamera mit. Das ist... Ja! Muss ich mal sagen, auf geht's! So, endlich Stau. Wir stehen. Da wir dieses Jahr mit so vielen Leuten zusammenfahren, bin ich dieses Mal allein im Auto. Meine Stimme ist jetzt auch schon ein bisschen im Arsch, da ich vor 2 Tagen erst bei den Toten Hosen in Magdeburg war. So, jetzt schon seit einer Stunde im Rock am Ring Stau. Ich muss von vorhin mal eben berichtigen, ich bin doch nicht allein, ich habe noch einen Beifahrer. Ich muss leider meine Nägel zeigen, weil ich Tussi und so. Warte. Und Dodo. So, warte, kriege ich die alle drauf? Nein! Und noch eins. Oh, Bärenstark. Bärenstark. Wow, da sind wir! Einlasskontrolle hat ungefähr 1 Stunde gedauert, aber dafür super entspannt. Wir haben einen wunderbaren Platz. Wie ihr seht, wenn man das mit letztes Mal männlich vergleicht, es ist wunderschön hier. Man kann hier rumspringen und so. Und wir sind ja 12 Leute hier, also noch nicht. Die Experten, die kommen erst morgen und übermorgen. Aber guck mal, wie viel Platz wir haben. Jetzt guck mal, Andi hat sein Zelt schon fertig. Ich bin ein Arbeiter der Liebe. Für mich gibt's immer was zu tun. Ja, wir haben noch gar nicht angefangen. Aber guck mal, ich habe auch so ein Wurfzelt. Von der Hölle bis nach oben, doch wir alles erfahren. Wir sind noch da und sind die Brüder, die wir schon immer waren. Ja, gut. Sehr schön. Nicht die Rotznase. Nein, nein, nein. Hallo, mein kleiner Wunderbär. Du bist ein Kräuterwunderwerk. Ach so, was ist das? Gar nicht warm heute. Was? Gar nicht warm heute. Hier im Zelt geht's, ne? Genau, im Zelt. Oh Gott, das ist so heftig. Guck mal, wie ich schwitze. Guck mal, wie ich schwitze. Miael! Okay. Ach so, das ist übrigens... Zu vorstellen, der ist das erste Mal dabei. Das ist mein Cousin, das ist der... Wir waren die letzten Jahre ja immer fleißig am Pumpen, aber wir haben jetzt endlich das Jahr 2017 erreicht, wo wir elektrische Geräte dabei haben. Andi, pump mal. Pumpe jetzt das Planschbecken auf, like a bounce. Ja, jetzt nach der 2. Runde. Wir haben den Thorsten mitgebracht. Kennt ihr ihn noch von 2014, den Thorsten? I beat my wife. Ja, Thorsten hat es leider nicht hierher geschafft. Er hat leider viel zu spät Urlaub eingereicht. Ich glaube, 1.12.2016 hat er den Urlaub eingereicht im Dezember. Das war viel zu spät bis Rock am Ring. Das konnte sein Chef einfach nicht genehmigen. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja, schade, Thorsten, aber
In unserer Seele bist du bei uns. Marvin, möchtest du etwas an deinen Chef ausrichten? Thorsten, dein Chef ist der Beste. Disziplin und Ordnung. Nur so kann eine Gesellschaft bestehen. Prost. Genau. Und herzlich willkommen beim Geschosch. Wir sind hier bei Ring am Rock. Ich grüße mich selbst. Wurst, Wurst, Wurst. Kinder fahren Autobahn. Wurst, Wurst, Wurst. Willkommen im Wunderland. Ich grüße den Michi, wer auch bekannt ist als Master Jam. Und alle anderen, die nicht da sind, aber schon so ganz geil. Wohlsein. Wohlsein. Also das Jahr 2017 ist hier noch nicht angekommen. Du guckst jetzt und filmst. Tanzt die Nutten, der König hat Laune. Ja, dieses Mal haben wir ja Betriebsausflug hier, wurde gerade schon gesagt. Und deswegen stock ich mal eben auf. Wusch. Das gab's bei Rock am Ring noch nie. Das Grillfleisch in HD. Alter, das hat Stil. Solarzelle. Nette Menschen trinken gerne Underberg. Underberg. Auf Thorsten! Thorsten Wichser! Eine Komposition aus 800.000 Kräutern, lecker! Jetzt habe ich alle Vitamine, die man zum Leben braucht. Was ist das für eine scheiß Flasche? Ich habe gesagt, das ist ekelhaft. Aber Thorsten muss mal trinken, weil er so. Ja, Thorsten! Kann ich mal euren Kampfschrei haben? Wir machen es Zufall, oder? Ah! Ah! Mal wieder, wenn du auch noch. Ja. Wow! Also das hätte man auch eigentlich gar nicht verteidigen können. Cool, ist das Trapier oder was? Sehr gut. Wie ein Hund sitzt da. Jawohl! Ausrede, Ausrede! Ja! Jawohl, jetzt so langsam läuft es doch. Genau, sehr schön. Wunderbar! Ja. Jawohl! Andi, Andi, Andi! Ja, ich liebe dich, Andi! Ich liebe dich, Andi, du bist der Beste! Hey, ich hab was gesagt, yo! Bei mir, Natalia! Bei mir! Alles gut, chill bei deinem Live! Natalia, für ihn ist das Leben und Tod! Lauf, lauf, ja, nicht lauf, lauf! Ja, lauf! Hey, hey! Oh. Da sind aber noch welche übrig. Was sagst du dazu? Gewonnen, würde ich sagen. Ja. Wo sind wir denn hier? Nicht bei der Gond. Bei Rock am Ring. Wo? Bei Rock am Ring! Rosi, wie siehst du das? Also wir haben gerade 2 Runden Flunkyball verloren. Sehr peinlich. Ja, sehr, sehr, und das sehr peinlich. Und das, obwohl dieser eine Stricher 12 Runden gebraucht hat. Und sein Stricher, kleines. Darf man das im Internet sagen? Ja, du Fotze. Ich bin schon lange kein kinderfreundlicher Content mehr. Aber hier, guck dir mal den Blick an. Einmal Ja, das muss man mal gesehen haben. Mädel! Das wäre nicht müssen. Das ist abused. Doch. Pubär! Didi der Pubär! Ich rieche geile Fotzen und einen heißen Damm. Nein, das möchte ich nicht. Man braucht Thorsten einfach, weißt du? Weil er ist einfach jemand, der einen führen kann, weißt du? Wenn man mal Flunkyball ist, ja, man braucht jemanden, einen, der einen führt, der einen sagt, wie man spielen soll. Weißt du, ich bin nur ein einfacher Infanterist, ja, aber ich weiß, ich kann ohne einen Führer kann ich nicht existieren. Und Thorsten, ja, Thorsten führt mich in den Sieg. Er ist ein echter General und weiß, mit ihm kann ich siegen und ohne ihn bin ich verloren. Happy Birthday, lieber Mia,
eine Kerze. Ja, ja, ja. Ist so, du bist so eins geworden, oder? Ich bin eins geworden. Ich bin jetzt ein Vierteljahrhundert alt und ich finde es wunderschön, dass ich diesen Geburtstag hier mit euch bei Rock am Ring feiern darf. Ja, wir wurden eingeladen, alle gemeinsam, und ich hätte das niemals machen können ohne diese großartige Freundschaft mit euch und diesen Bruder, mit dem ich den ich gezwungen bin zu lieben. Hallo. Ich danke euch vom Herzen, dass ihr alle hier seid. Dankeschön. Yeah. Ich als dein Bruder möchte dir gerne zwei Geschenke überreichen, die von allen hier Anwesenden finanziert wurden. Wir haben alles zusammengeworfen. Und wir gratulieren dir zu zwei wunderbaren Geschenken. Dazu gehören unter anderem dieser Campingtisch. Und wie du dir jetzt vielleicht denken kannst, dein Bollerwagen. Yeah. Ja. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Und jetzt rund euren Scheiß von meinem Tisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Mädel. Es ist Donnerstag. Das ist Donnerstag. Es ist schon unglaublich. 8:41 Uhr. Ja. Es ist unglaublich 600 Grad im Zelt. Das wir erste haben, Bier schmeckt. Ja, wir haben jetzt noch einen weiteren Tag Trainingscamp vor uns, bevor es morgen aufs Gelände geht. Und schließlich dann in 41 Tagen auf die Gond. Marvin hat gerade Jörg Bescheid gesagt. Ja, gehen wir Zähnchen putzen? Ja. Putz. Mach ich morgen los. Routine, damit wir nicht zu sehr stehen können. Ach so. Oh, es ist soweit, man hört es schon brutzeln. Wir machen gerade lecker Frühstück. Hier, das ist für die Normalen. Dann unsere Niki, die ist ja Vegetarierin. Für die Vegetarier haben wir auch was. Und jetzt haben wir auch noch was für die Veganer besorgt. Michi hat Geburtstag. Michi hat Geburtstag. Wer ist dieser Michi? Wer ist dieser Michi? So, worauf ich hinaus wollte, ich habe hier eine kleine Reisetruppe heute mich versammelt. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie ein Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag. So, worauf ich hinaus wollte, ich habe eine Reisetruppe mich versammelt, bevor sie jetzt wieder anfangen zu singen. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz und wir wollen auf dieses Schloss. Und da gehen wir jetzt hin. Aber ja, einfach durch den Gang. Alles, was das Licht berührt, wird eines Tages dir gehören. Und was ist das da vorne? Das ist Neukölln. Ich kann gar nicht fassen, dass ich gerade auf dem Festival bin. Liebe Leute, und willcamp zur RosiCam. Ich zeige euch jetzt mal, was Underberg eigentlich wirklich aus Menschen macht. Da seht ihr ein Exemplar Anna Nicole. Underberg auf dem Berg getrunken und jetzt liegt sie hier und bewegt sich nicht. Wenn wir den Wanst anfassen, auch keine Reaktion. Das Näschen bewegt sich auch nicht. Und schaut euch den Dodo an. Und hier kommt aber noch ein Exemplar, der Marvin, der kam gerade aus dem Zelt gestürmt. Was macht Underberg aus dir? Ich schwimme. Guck mal, hier ist ein Ozean. Der ist ja wohl, wie ist das, verwahrlost? Wahnvorstellungen? Das kann man sich nicht vorstellen. Wie er das Gras und ich hier bin da. Ich hab die Olympiade gewonnen, jawohl. Der spielt jawohl. Ja, und weg jetzt. Oh, in mein Zelt. Vielen Dank für gar nichts. Willkommen im Hundesalon. Alter, ey. Und jetzt noch die Rechte. Boah, es wird schon kalt langsam. So, ich habe meine Freunde gefunden. Einmal den Michel-Juden. Shalom. Ja.
Shalom. Du bist der Jude? Ich bin der Jude. Und das ist mein Mädchen. Hallo. Wir kommen zurück zu dir. Zum Anfang, zum Urknall, als wäre nichts passiert. Und hallo, wir gehen jetzt in diesen Rockshop. Mädel. Cool. Okay, ganz im Ernst, ich frage mich gerade, wieso ich überhaupt einkaufen war. Gib noch Wurst. Brauchen wir noch Holzkohle? So, wir sitzen jetzt hier vor dem Eingang von unserem Zeltplatz, weil wir nicht reinkommen auf unseren Zeltplatz. Genau, und das ist der Grund. Also die Ordner haben gesagt, sie darf nicht rein. Zucht und Ordnung! Ich möchte gerne diese Leute aus Mordor, die sich in ihrem eigenen Dreck wälzen, möchte ich nicht auf meinem sauberen ökologischen Green Camping. Die zertreten mir mein Blumenbeet, die werden meine Salatköpfe kaputt machen und die Karotten kann ich morgen auch nicht mehr essen. Ich möchte nicht. Nein, kein Green Camping. Ich möchte nicht, dass diese General Camper zusammen mit den Green Campern in den Schmelztiegel der Integration gekommen werden. Also die guten Leute, die spielen jetzt Flunkyball. Leck mich, du Wichser! Und wir sehen ein Match 3 gegen 3, nicht so 1000 gegen 1000 wie gestern. Oh! Schaut an! Das war. Und die Trinke. Die war schon ziemlich gut hier, das ist eine Rolle. Heute schon Batsch! Laufen! Ach, weißt du was? Was soll's? Oh Gott! Ja! Ich hab alles okay. Ja, ey, hier ist oha! Bist du? War schon. Zeig mir dein Siegesgesicht! My heart belongs to you, but my cock is community property. You're the only girl that I like to screw. Rosi, ja? Was machst du da Schönes? Ah ja. Kriegt der Kameramann auch was? Nein. Man will es nicht glauben, aber ich bin auf ihren Zeltplatz gekommen mit grünem Bändchen. Guck mal, hier hat es keinen interessiert. Hä? Wo sind sie hin? Der Boden ist ganz seltsam. Wir sind jetzt endlich auch mal am Gelände angekommen, pünktlich zu Five Finger Death Punch. Ich bezweifle, dass wir die anderen finden, aber da ist schon der Unterberg Platzhirsch. Gefährden euch selbst und andere. Bitte verzichtet darauf.
Ein sehr schöner Song und ein unglaublich emotionaler Moment. Die Sonne kam nochmal raus und den Gedanken an meine verstorbenen Liebsten hatte ich Tränen im Auge. Auch sehr gespannt auf Rammstein wartend, freute ich mich auf den weiteren Verlauf des Abends. Als dann plötzlich... Ihr sollt wissen hier unten, was besser mit euch. Wir wissen total, wie viel Lust ihr jetzt auf die Broilers noch habt und auf alle weiteren Konzerte hier danach. Aber wir haben eine ganz, ganz wichtige Nachricht für euch. Es ist wichtig, dass ihr jetzt uns gut zuhört. Ganz wichtig auch, wir haben genug Zeit. Aber die Polizei hat vorsorglich das Festival jetzt unterbrochen aufgrund einer terroristischen Gefährdungslage, um jetzt die Polizei zu unterstützen in ihren Ermittlungsmaßnahmen. Bitten wir euch jetzt, ruhig und geordnet auf die Campingplätze und Parkplätze zu gehen. Ich stehe hier mit euch in der Situation, aber wir müssen jetzt kontrolliert, ruhig zu den Ausgängen gehen. Wir wollen das Festival unter allen Umständen fortsetzen. Wir reden selbstverständlich mit Rammstein in der Hoffnung, dass wir eine Lösung finden, dass sie eventuell morgen spielen, wenn fortgesetzt wird. Ich könnte auch heulen dabei, es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Es gibt diese objektive Gefährdung. Ich habe 2 Stunden oben in der Polizei gesessen. Ja, Marvin, du darfst Rammstein heute nicht sehen. Was sagst du dazu? Scheiß Terrorist, den sollte man oben ans Riesenrad nageln. Und dann fällt du schon was ein. Ja. Die haben das ganz schön gut gemacht, dass wir jetzt alle in einem orderly manner runtergehen sollen. Wie meine Mutter immer zu sagen pflegt, better be safe than sorry. Das muss man sagen. Also der mache ich lieber weg, der tut mir sogar noch mehr leid. Wir sind ein bisschen traurig, aber ja, dafür können wir halt nichts. Ich hätte so gerne Rammstein gesehen. Aber lieber lebend und ein Konzert verpassen als tot. So ist es. Hast du je gelebt, wenn du Rammstein nicht gesehen hast? Ja. Jetzt habe ich es immer noch nicht gesehen. Ich kriege den Anfall an. Jedes Mal. Irgendwas ist immer. So, Volker ist angekommen. Volker, was sagst du zu der Lage? Fucking shit. Gott weiß, ich will keine Engel. Ich will kein Engel sein! Geht doch!
Guten Morgen, der Samstag ist angebrochen und mir geht's ganz schön bescheiden. Ich glaube, ich bin krank geworden. Ich habe übelste Halsschmerzen und bin verschnupft. Und ja, eine Pussy würde vielleicht nach Hause fahren, aber ich versuche das jetzt noch bis morgen Abend hier durchzuziehen. Und ja, jetzt warten wir aber erstmal ab. Um 11 Uhr sollen nämlich die neuen Nachrichten kommen, ob das Festival überhaupt fortgesetzt wird. Hoi, wer bist du eigentlich? Ich bin der Thomas. Und wenn du ein Wrestler wärst, was wäre deine Intro-Musik? Keine Ahnung. Okay, dann suche ich mir eine für dich aus. Such mal eine aus. Ja, das kann aber nicht positiv für dich enden, das weißt du. Ja, und Jungs, Festival anstrengend. Mega. Immer dieser Stress. Ja. Boah. Also dieses Zeltplatzleben, dafür muss man schon gebaut sein, ne? Ja, definitiv. David, hältst du es noch aus hier auf dem Zeltplatz? Zu anstrengend. Zu anstrengend. In dieser Hitze in der Sonne und dann in diesem scheiß Campinggefühl. Oh. Und ich möchte aufhören zu essen wie ein Tier. Ich möchte lieber wieder vernünftiges Besteck haben. Und die Teller passen mir nicht. Ne, mir auch nicht. Billig Porzellan. Aber was sagst du dazu, Thorsten? Heute wird Tequila getrunken. Und alle haben Lust und alle haben Durst. Ja. Arriba, ja, 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 ja. Na warte, ich muss mir meinen Unterwerk holen. Ich fasse es, I don't fucking believe it. Ich kann mal gar nichts mehr zu sagen. Dankeschön. Wir sind nämlich sprachlos. Arriba. Arriba.
Dodo, wen willst du zuerst ficken? Für den Anfang brauche ich alle eure Hände, bitte. Und gleich beim Drop bouncen, okay? Ich möchte mich bedanken, dass ihr so ruhig geblieben seid, so verständnisvoll, dass ihr weiter gefeiert habt, dass ihr zueinander gehalten habt, dass ihr euch nicht habt kaputt kriegen lassen. Die rechten Populisten kotzen ins Internet von der Couch aus und schreiben, wir rücken Deutschland, die rücken einen Scheißdreck. Wir waren alle hier, wir haben zusammen gefeiert. Scheißegal, wie unser Nachbar aussieht. Das war uns scheißegal. Die sitzen auf der Couch, wir sind hier, so viel dazu. Wir sind Rock am Ring und wir lassen uns das Ganze nicht verbieten. Wir machen weiter und halten zueinander. Einen wunderschönen guten Abend, Rock am Ring!
schon ist der Platz leer. Wow, das war ein unglaubliches Rosenkonzert. Ich habe bei Tagen wie diese geheult wie ein Schlosshund. Und mich nackt ausgezogen, weil ich den Regen genießen wollte auf meinem ganzen Körper. Das war heiß. Ich bin unbeschreiblich glücklich, dass ich das erleben durfte. Meine Fresse, sind dieselben Bilder wie jeden Morgen. So, Marvin, her mit dem Gesöff. Wunderberg. Riech mal. Sehr nice. Nice, dich kennenlernen. Wunderberg, hallo. Boah, riecht wie meine Schwester. Also, 45 Grad. Wunderberg. So ein Idiot. Was wird das? Wenn man solche Mitglieder hat, dann brauchen wir keine Feinde mehr. Das ist schon mal besser, ich hab Durst. Feuer frei! Auch gut, bang. Das hat noch nicht mal Namen, das sind einfach nur Pilz. Es geht runter wie Öl. Und da war der nächste Fauxpas von meinen Mitgliedern, ja? Also für euch kann man sich einfach nur schämen. Für euch kann man sich einfach nur schämen. Mit euch, weil ich sag, geht nach Hause, ich mach das alleine, ehrlich gesagt. Jungs, ist das okay? Ich schick die nach Hause, ich trinke die 4 Bier alleine und laufe selber. Nice! Marvin! Du musst so ein Holzkopf. Hast du gerade bitte die Flasche mit zurückgenommen? Scheiße. Ich hätte noch viel mehr trinken können. Ich kann nicht mehr. Aua, mein Bauch! Oh. Wenn man solche Mitglieder hat, ja, dann brauchen wir keine Feinde mehr. Janis, sieh mal. Respekt! Janis, ist das ganz natürlich. Ja. Mach mir jetzt mal die Worte. Jawohl! Ja! Danke, du hast mein Fauxpas mitgemacht. Danke. 1-1! Ja! Kannst du noch mal sagen, welchen Tag wir heute haben? Wir haben heute Sonntag, nach 5 Runden Flunkyball. Wir haben verloren, ne? Wir haben 3-2 verloren, also 2-3. Prost, ihr Wichser. So arbeitet auch mit seinem Durch. Immer schön reindrömeln. Reindübeln. Jetzt der Kabelbinder. Ja, tritt er. Über den. Mit dem Griff vor allem. Yeah! Jawohl! Was sagst du hier zu der Grillfähigkeit so? Brillant, wir sind die geilsten. Noch 30 Steaks, dann gehen wir zu den Onkels. Nein, zu System of a Down. Andreas? Ja. Darf ich mich jetzt schon vom Grill verabschieden? Nein. Nein, noch nicht. Morgen? Ja. Gut. Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken! Ein belegtes Brot mit Damm. Damm!
Offiziellen Meeting Point, das, wo wir uns verloren haben, treffen wir uns auch. Und da steht einfach keiner. Die vorhin schon gesucht, aber es ist niemand da. Aber hey, irgendwas finde ich jetzt schon zum Tun. Tschüss. So, ich habe jetzt was gefunden und zwar bin ich allein auf dem Riesenrad. Und es ist einfach leer. Ich meine, voller Müll, aber leer. So, der letzte Morgen ist angebrochen. Wie Sie sehen, packen hier oben um uns rum alle ein. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Und ja, ich würde sagen, den Rest überlasse ich mal Rosi. Danke, vielen Dank an Rock am Ring, dass wir hier wieder sein durften. Oh Gott, die Stimme ist schlimmer als gerade. Gebt uns doch einen Daumen nach oben. Gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und dann könnt ihr hier noch die Festivalberichte sehen. Und hier könnt ihr seinen scheiß Kanal abonnieren. Tschüss. Und jetzt? Jetzt. Tanzt Danke. Für mich, Jungs. Tanzt für mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank. Ja, vielen Dank.